Hallo Freunde, wir treffen uns heute schon wieder zum Thema Jod, diesmal im Originalgespräch mit Kyra Kaufmann. Und das, was ich hochgeladen habe in den letzten Tagen, war ja der Kommentar eines schon sehr alten Gesprächs mit ihr, also 10 Jahre alt, wo sie auch gemeint hat, da gibt es einiges, was jetzt sie heute auch anders empfindet. Es ist auch sehr viel dazugekommen an Untersuchungen. Und da haben wir uns kurz zusammengeredet und haben gesagt, wir machen ein halbes Stündchen zu den wesentlichen Kernthemen. Vorteile von Jod muss man jetzt nicht so stark wieder herauskehren, das ist ja offensichtlich, aber eher die Frage vom Jodsättigungstest und von der hohen Dosierung mit der logorischen Lösung, zumindest der 5%igen oder so, ne? Und sie hat auch gemeint, dass dieses Standardwerk Jod auch aufgrund neuerer Entwicklungen auch wieder ein Update bekommen wird. Und das wäre natürlich auch sehr erfreulich und wünschenswert. Ich möchte im Eingang zum Gespräch zeigen, die Informationen, die mich jetzt vor allem dazu bewegt haben, darauf aufmerksam zu machen, dass eine hohe Dosierung von Jod auch Probleme machen kann bei verschiedenen Menschen. Und das wird ein bisschen immer noch kontrovers diskutiert. Und was mich eben im täglichen Umgang mit Betroffenen manchmal erschrickt, ist, dass sie oft zur logorischen Lösung greifen, die jetzt immer mehr, zumindest in Deutschland, erhältlich ist und bestellbar ist. Und dabei gar nicht realisieren, dass das oft eine hundertfache oder 500-fache Menge von dem ist, was eigentlich empfohlen wird. Und da ausgehend davon, unter jodmangel.de, da gibt es diesen Arbeitskreis Jodmangel, gibt es dann einen Überblick, den ihr euch auch anschauen könnt? Gefährlicher Trend, logorische Lösung für Jodsupplementation und Jodsättigungstest. Und da ist dann auch der Professor Gärtner, ein Endokrinologe an der Uni München, der hier der Vorsitzende dieses Arbeitskreises ist und der auch forscht und auch hochdosiertes Jod einsetzt, allerdings nicht in ganz so hohen Dosierungen wie viele andere. Und da gibt es einen schönen Übersichtsartikel mit den wichtigsten Daten dazu. Und dann würde ich euch gerne aufmerksam machen auf diesen Artikel, 2013 erschienen, von Angela M. Leung geschrieben. Leung hat einen asiatischen Hintergrund. Consequences of Excess Iodine. Und das ist ein wunderschöner Artikel, der auch die Forschung ganz gut darstellt, zumindest die damals war, ne? Da sind 80 Fußnoten dahinter. Und da wird auch geschrieben, wie gut Jod eigentlich ist, wie das wirkt, was den Vorteil der hohen Joddosierung bei einzelnen Menschen auch bringen kann. Aber natürlich fokussiert sie jetzt darauf, dass zu hohe Mengen dann auch gerade das Gegenteil bewirken können, weil der Körper sich verschließt gegen zu viel Jod. Dann kommt man in eine Unterfunktion, dass viele halt ein Kropfwachstum dann auch erleben, dass Entzündungen dadurch angeregt werden können. Es gibt andere Dinge wie einzelne Formen von Schilddrüsenkrebs können eher angestoßen werden durch zu viel Jod. Also wichtig, dass man ein bisschen sich einordnen kann, was ist möglicherweise für mich gut, was könnten bedenkliche Folgen sein. Und diesen Artikel, den verlinke ich unten einfach, der ist öffentlich zugänglich. Und es wird auch andere Themen werden angesprochen, wie zum Beispiel wie verschiedene Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel hier hineinspielen können, andere Medikamente und so weiter. Ja, und wie ich es erhofft habe, hat Frau Kaufmann auch vieles Interessantes in dem Gespräch aufkommen lassen. Ich möchte nicht länger ein Vorgespräch hier machen. Stürzen wir uns ins Geschehen. Bis gleich. Liebe Kyra Kaufmann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind zu unserem Gespräch. Wir können ja jetzt sozusagen auf einer differenzierten Weise versuchen, das Thema Jod anzugehen, weil wir beide mit Jod seit vielen Jahren umgehen. Natürlich, wie das bei Individuen so ist, teilweise mit abweichenden Erfahrungen und Meinungen. Ich glaube, was uns sehr stark unterscheidet, ist ja, dass Sie am eigenen Leib erlebt haben, was ein Jodmangel bedeuten kann. Das ist natürlich ein anderer Einstieg als bei mir, wo ich sage, okay, ich hatte noch nie einen Jodmangel persönlich. Und trotzdem haben wir, ich würde sagen, wahrscheinlich tausende Menschen jetzt schon kennengelernt, die profitieren von Jod. Und heute wollen wir aber sprechen, bezüglich der Situation, dass
es doch Unterschiede zwischen den Menschen gibt, wie viel Jod sie brauchen. Und ich habe den Fokus eben jetzt gelegt auf das Thema, wie geht man jetzt mit der logoischen Lösung um und wie macht man das jetzt mit der Diagnostik von einem Jodmangel? Das sind sozusagen die Hauptfragen, die für mich jetzt relevant sind. Und Sie haben die logoische Lösung da schon eingesetzt, vielfach, ganz oft, über lange Jahre. Was ist denn Ihre Erfahrung mit der logoischen Lösung? Ja, die Lugansche Lösung ist erstmal etwas, was wir ja schon lange kennen in der medizinischen Versorgung in Europa. Das ist, glaube ich, bekannt. Es wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, frühes 19. Jahrhundert, und hatte dann so eine Hochzeit in der Zeit, als es noch keine Antibiose gab, als es noch kein L-Tyroxin-Henin gab. Das gab es ja erst seit 1926. Schon hatte die Lugansche Lösung einen festen Platz in der Hausapotheke in vielen Fällen, aber auch in der, im therapeutischen Spektrum vieler Ärzte. So. Und auch zum Teil, ich habe mich da sehr in die Literatur aus dem 19. Jahrhundert, auch in Frankreich, eingearbeitet. Ich habe Literatur auch hier, ist belegt in viel größeren Mengen, als was wir heute zum Beispiel in der Jodtherapie einsetzen, in der klassischen Jodtherapie, wo wir wirklich im Mikro Grammbereich Jod verabreichen, im 19. Jahrhundert häufig im Milligrammbereich. Und damals gab es nur die Lugansche Lösung. So, das war ein Jodgemisch, ein Kalium-Jod-Gemisch in einer wässrigen Lösung. Und es hat sicherlich, ich denke, durch unsere beider Arbeit in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu einer Renaissance geführt, weil ich weiß, vor 10 Jahren waren Lugansche Lösungen in Apotheken kaum erhältlich, kannten die pharmazeutischen Assistenten gar nicht. Auch die Apotheker mussten nachschlagen, was meinen die denn, was wollen die denn haben? Und jetzt ist es eigentlich überall erhältlich, Labor, Versand, Online-Shops und so weiter. Überall findet man Lugansche Lösungen. Die Lugansche Lösung, muss man dazu sagen, ist nicht immer die Lugansche Lösung. Es gibt verschiedene Stärken. Das ist erstmal ganz wichtig. Und auch da ist es nicht ganz klar, wenn Sie zum Beispiel eine 12-prozentige Lugansche Lösung aus England bestellen, kann es sein, dass die Angaben so berechnet sind, dass es hier für Deutschland würde die eigentlich unter einer 10-prozentigen oder 15-prozentigen laufen. Also es ist immer ganz schwierig zu sagen, weil die meisten Angaben, die wir haben zur Verwendung der Lugolschen Lösung, zum Beispiel beim klassischen Jodsättigungstest, da gehen wir von 50 Milligramm Jod aus, das entspricht 8 Tropfen der 5-prozentigen Lugolschen Lösung. So, und wir haben es tatsächlich mit einer Lösung zu tun. Ich habe es ja einfach jetzt mal mitgebracht. So sieht sie aus. Ich muss mal gerade mal so ein braunes Fläschchen, ganz unspektakulär. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir tropfen hier mal, um uns mit Jod zu versorgen, einen Tropfen ab. Was ist jetzt hier ein Tropfen, ne? Das ist schon mal so ein Problem, was ich auch in der Jodgruppe oft diskutiere oder auch mit Patienten diskutiere. Was ist jetzt hier ein Tropfen? Wie oft muss ich draufdrücken? Das kann eigentlich nur jemand, der geschult ist. Das ist schon mal eine Sache. Das heißt, ich kann mich mit einer Lugolschen Lösung sehr schnell überdosieren. Das ist anders als mit einer Jodtablette, wo wir meistens standardisiert eine Jodid-Tablette, Kaliumjodid ist so das Klassikerpräparat in der Apotheke. Da haben wir in der Regel 150 Mikrogramm drin und da können wir uns drauf verlassen, da ist auch nicht mehr drin. Also das ist eigentlich von der Darreichungsform schon mal problematisch, weil wir es hier mit einer Lösung zu tun haben, die nicht standardisiert ist, die letztendlich jeder Chemiker selber herstellen kann, was auch im Internet, wie gesagt, auch außerhalb von Apotheken überall verkauft wird. Wir wissen nicht genau, was drin ist und, und. Also hier ist ein großer grauer Markt und ja, wie Auch das so da ist. darf ich gleich einhaken. Wenn das jetzt die 5-prozentige Lösung ist, dann sind da ja 6.250 Mikrogramm drin, ungefähr der 5-prozentige. Genau. Und in der Apotheke kriegen Sie 100. Das ist mehr als das 60-fache, Richtig? wenn Sie die viele kaufen in die 5-prozentige Lösung. Und dann gibt es ja dann die Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation, vielleicht 100 oder 200 zu nehmen. Und über 400 warnen die ja schon, ne, dass sie dann sagen, das kann ja dann eine Schilddrüsenüberfunktion auslösen. Also das ist ja den Menschen nicht bewusst, dass man hier ein Vielfaches der Menge in der logischen Lösung drinnen hat. Zumal wir sagen müssen, es ist wirklich
zum Teil noch mehr, je nachdem, ne, ob wer das abfüllt. Und da haben wir ja nicht, wirklich nicht eine Qualitätskontrolle in den meisten Fällen, außer über den Apotheker. Da kann man schon davon ausgehen, dass da das drin ist, was da auch draufsteht. Aber wenn ich das in irgendeinem Chemielabor, Online-Shop kaufe, weiß ich nicht wirklich, was drin ist, ne? Weil das sehe ich häufig. Vielleicht zu den Angaben der WHO. Ja, die WHO hat, und darauf fußen ja auch die Empfehlungen der Dachgesellschaft, also der deutschen, österreichischen, schweizerischen Dachgesellschaften für die Jodversorgung. Die gehen ja davon aus, dass man, und so ist auch die Definition, zur Versorgung der Schilddrüse, so steht es auch drin, 200 Mikrogramm für einen normalen Erwachsenen, für den älteren Erwachsenen, dann geht es runter auf 150 Mikrogramm später, ausreichend ist. Aber das ist tatsächlich, sag ich mal, die Versorgungsmenge für die Schilddrüse. Und wir wissen aber mittlerweile, dass ja viele, viele andere Organe, beispielsweise die Brust, das Immunsystem, der Liquor und einfach eine recht große Menge auch an Jod verbrauchen. Und Aber Schätzungen. ich glaube, dass das mit einkalkuliert ist. Ich glaube nicht, Ist dass es das mir mit einkalkuliert? Ja, weil Sie weil. wollen ja im Tag ungefähr 100 Mikrogramm L-Tyroxin herstellen oder vielleicht 75 Mikrogramm. Und ich denke, das Jod dafür, da wird, glaube ich, berechnet, dass das, was Sie nehmen, zu 80% von der Schilddrüse aufgenommen wird und das andere ist ein langsamerer Stoffwechsel. Die 20% gehen dann woanders hin, ein Großteil dann in die weibliche Brust. Also ich bin nicht sicher, ob die Empfehlung sich nur auf die Schilddrüse bezieht, weil man, es ist ja eine Einnahmeempfehlung für den ganzen Körper. Also man kann sie nicht nur in die Schilddrüse packen. Ich weiß, Ja, was Sie genau, sagen wollen, ja. dass das möglicherweise unterschätzt ist, der Bedarf, wenn man das so argumentiert. Genau, das sind Daten, die wir noch nicht haben, wo wir einfach auch sagen müssen, da können wir nicht sagen, ist das damals so verfasst worden mit der Kenntnis, dass wir Natriumiodid-Supporter vor allen Dingen in der weiblichen Brust haben, in den Ovarien, im Magen-Darm-Trakt. Ja, es gibt halt wirklich viele Bereiche, die einfach Jodverbraucher sind, wobei tatsächlich Schilddrüse den größten Anteil darstellt. Und die Frage ist ja auch oft immer, ich werde angerufen, ja, ich habe keine Schilddrüse, mehr brauche ich noch Jod? Auch dann brauchen wir noch Jod, weil, wie gesagt, der restliche Ja, das ist Organismus ganz klar. einen unbestimmten Bedarf hat, so kann man sagen. Ich glaube, wir können sagen, dass wir irgendwo uns zwischen diesen 200 Mikrogramm bis 1 Milligramm irgendwo wiederfinden. Das ist so meine Beobachtung der letzten 10 Jahre, wo ich sage, okay, da haben wir auch einen relativ sicheren Rahmen vorausgesetzt. Und das muss ich dazu sagen, wir haben es mit schilddrüsengesunden Patienten zu tun. Also keine Vorschädigungen mit irgendwelchen Knotenbildungen. Hashimoto, Marien-Lehnhardt, also diese Mischung Hashimoto-Basedow, der immer wieder hin und her schwappt, in Basedow in der Vergangenheit und auch andere Autoimmunerkrankungen, finde ich, spielen auch noch mit rein. Also da muss man sagen, bin ich grundsätzlich auch mit den Jahren vorsichtiger geworden, ganz klar. Das ist auch meine Erfahrung, dass wir eine kranke Schilddrüse nicht überfordern dürfen, nicht überlasten dürfen, weil Jod ist der Hauptbaustoff. Wenn wir Jod der Schilddrüse anbieten, dann sagt die, ja, würde ich gerne machen, aber ich bin krank. Das ist so wie ein krankes Bein kann nicht einen Marathon laufen oder ein kranker Magen kann auch nicht unbedingt ein dickes Steak verdauen. Ja? Anders, wenn ich eine gesunde, voll ausgereifte, normal große Schilddrüse habe, eines sonst gesunden Menschen, der auch gut Mikronährstoff versorgt ist. Das heißt, die Kofaktoren sind da. Wir brauchen für die L-Tyroxinbildung ja auch Tyrosin als Aminosäure. Wir brauchen Selen, ja, um halt auch Wasserstoffperoxid entgiften zu können. Und das heißt, wir brauchen auch Eisen, ja, also als Hemmmolekül für TPO. Also es gibt bestimmte Dinge, die wir einfach hier in Betracht ziehen müssen. Und vorausgesetzt, wir haben jemand Schilddrüsengesundes vorhanden. Das ist ja heutzutage eine Rarität, muss man leider auch sagen. Und auch gerade nach Corona-Impfung, das sehe ich halt auch häufig, wenn ich das einfach mal reinschieben darf.
sehe ich plötzlich Hashimoto-Thyreoiditis überall bei Männern, bei denen man es gar nicht erwartet hätte, die plötzlich mit dem Hashimoto um die Ecke kommen. Und das hat was mit Corona, mit der Infektion und oder auch der Impfung zu tun. Wir wissen, dass die Schilddrüse auch anfällig ist für virale Erkrankungen. Also wir wissen, Hashimoto im Zusammenhang mit Epstein-Barr zum Beispiel, Parvovirus B19 wäre ein anderer Virus und sicherlich auch Corona spielen damit eine Rolle. Aber ich sage für die Lugolsche Lösung Vorsicht für die innere Einnahme. Ja, das ist eh fällt unter die Verschreibungspflicht, nicht umsonst, wird sich auch nicht ändern. Nichtsdestotrotz kriegt jeder das überall, aber bitte Vorsicht, wenn man sich da selber mit dosiert und vor allen Dingen nicht wirklich damit umgehen kann. Ich weiß, wie viel Jod nehme ich zu mir und vor allen Dingen von jetzt auf gleich, wenn ich jahrelang meiner Schilddrüse oder meine Schilddrüse mickrig mit Jod versorgt habe, die also wirklich auch auf niedriger Flamme gekocht hat und eher gewohnt war, mit wenig Jod zurechtzukommen und das T4 immer so bei 0,8 vor sich hingedümpelt ist, kann ich nicht plötzlich von der Schilddrüse erwarten, der ich dann massiv mehr, das Tausendfache mehr anbiete, sagen, okay, mach das und beschwer dich nicht. Ja, das ist ja, was wir erwarten. Und da gibt es ja zwei Phänomene. Bei eher jüngeren Patienten fällt die Schilddrüse häufig in das sogenannte Wolff-Schaikow-Phänomen, das heißt, die macht zu, die geht in die Hypothyreose und dann haben wir dann dieses entweder wirklich auch einen Abfall von T4, T3, was wir messen können mit TSH plötzlich bei 12. Das ist ein Warnsignal. Deswegen sage ich auch, in der Jodtherapie muss wirklich nicht nur eine Ultraschalldiagnostik erfolgen, sondern auch wirklich im 4 Wochen Abstand eine Blutkontrolle und auch Temperatur. Ich glaube, wer sie kennt, weiß, gehe ich jetzt nicht drauf ein, auf die Körpertemperaturmessung, wie wichtig das ist. Oder bei älteren Patienten häufig dann die Entwicklung der Hyperthyreose, also einer Schilddrüsenüberfunktion, die letztendlich, weil ältere Patienten dann auch noch andere Probleme meistens mitbringen, auch lebensbedrohlich verlaufen kann. Ne? Also da müssen wir wirklich vorsichtig sein, das sage ich auch Kollegen und vor allen Dingen alle die sich durch soziale Medien einfach gesundheitlich informieren möchten und sich meinen, dann was Gutes zu tun. Da haben wir neuere Daten, dass man wirklich sagen muss, Vorsicht. Und auch alle Daten, die wir jetzt aus Amerika bekommen, wir können auch nicht alles eins zu eins. Viele sagen, naja, die Amerikaner machen das ja auch anders und so weiter. Und die Amerikaner nehmen auch 100.000 Einheiten Vitamin D. Warum nehmen wir das nicht alles? Die Amerikaner haben nicht unbedingt eine andere Genetik, das sind meistens ja Mitteleuropäer, aber eine andere Epigenetik. Amerikaner wachsen in der Regel nicht im Selenmangel auf, beispielsweise die Böden dort sind selenreich. Wir können das nicht alles eins zu eins übertragen. Wir haben auch das Problem der Kaliumbromid-Überdosierung nicht hier in Europa, was wir in Amerika haben und, und. Deswegen die Literatur von Brownstein und auch von den Farrow, die ich sehr schätze, ist nicht so einfach hier für europäische Verhältnisse anzuwenden. Aber in Amerika akzeptieren das ja viele auch nicht. Ich meine, das ist ja Ja, das, ein ja, das, genau, das, aber das wird oft diskutiert, dass man sagt, naja, ich hatte jetzt heute Morgen noch ein Gespräch mit einer Patientin, die sagt mir, ich bin 20. Schwangerschaftswoche. Was halten Sie davon? Die rief mich an, ich möchte jetzt Hochdosis Jod einnehmen. Ich habe jetzt gelesen, das ist ja wichtig in der Schwangerschaft und so weiter. Und der Dr. Brownstein, der sagt 12,5, also eine Iodoralkapsel, das ist ja quasi Lugolsche Lösung, einfach nur in Kapselform. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, ja, also da kann man nur sagen, das geht nicht. Und auch wenn er das sagt, also würde ich das selber in der Schwangerschaft nicht machen. Und dafür gibt es auch keine Daten. Wir wissen nicht, wie der Es Fötus, ist der Embryo drauf. nicht evidenzbasiert, was er macht. Genau, Das es ist nicht macht er evidenzbasiert. eben. Genau. Und manchmal geht es vielleicht auch schief, aber das wissen wir gar nicht, weil es da gar keine Aufzeichnung wahrscheinlich gibt. Das Aber ist ich wollte kurz einhaken und fragen, wäre denn für Sie eine frühe Dosierung oder was empfehlen Sie denn am Anfang zu geben? Oder prinzipielle Frage, geben Sie denn niedrige Dosierungen und beobachten dann, wie der Körper damit umgeht? Also gibt es da so eine Art Starterdosis, die man dann langsam steigert oder so? ich habe lange Zeit, also ich sag mal, ich habe so eine Art Hashimoto-Protokoll entwickelt, wo ich sage, auch Menschen mit Hashimoto dürfen und sollten ja Jod zu sich führen, aber wirklich
ganz, ganz vorsichtig, wo ich auch wirklich gesagt habe, wir nehmen nur einen Tropfen Lugansch-Lösung nur über die Haut. Wir können Jod über die Haut aufnehmen. Dafür gibt es Evidenzdaten. Und einfach nur mal gucken, wie geht es dem Patienten, weil viele auch Angst haben. Ja, also auch, weil sie Jod überempfindlich sind und teilweise sagen, Mensch, ich rieche schon das Jodsalz in der Suppe meiner Mutter. Also, die Aussage habe ich schon gehört und ich vertrage es nicht. Und dann muss man wirklich sagen, okay, wir schleichen uns da ganz langsam ran, wir geben mal wirklich nur einen Tropfen auf die Haut und gucken, was passiert. Von der So. 5-prozentigen. 102%ig. Ich gebe 5%ig nicht auf die Haut, weil das einfach für viele Hauttypen, auch für mich, wäre das wirklich zu aggressiv. Und dann Und nimmt sie einen Teil davon auf und wie geht es dann weiter? wir gucken dann, wie die Patienten das vertragen. Und nach einer Woche gehe ich auf 150 Mikrogramm Jod als Tablette. Ein reines Kaliumjodid. In der Regel fange ich mit klassischem Kaliumjodid an und nicht mit irgendwelchen Eigenpräparaten, weil natürlich ist das Eigenpräparat, auch wenn es Bio ist, besser letztendlich, weil es auch die Nährstoffe noch beinhaltet, die wir brauchen, B-Vitamine und Aminosäuren. Allerdings haben viele mit Hashimoto und auch Basal- und Histaminproblem und die reagieren dann auf Bestandteile von Algen. Also ich gehe dann wirklich nur auf das reine Kaliumjodid 150 und halte mich in der Regel, beziehungsweise fast immer jetzt, gerade in den letzten Jahren nach meiner Erfahrung, gehe ich auf maximal 300 Mikrogramm bei Hashimoto. Ja. Wenn jemand überhaupt keine Antikörper mehr hat und wirklich jahrelang stabil ist, kann man auch mal überlegen, auf 500 Mikrogramm zu gehen. Das hängt aber von vielen Faktoren ab. Körpergröße, das hängt ab vom Östradiolspiegel, das hängt ab von anderen Faktoren wie, welche Probleme habe ich, ist die Haut sehr trocken, die Haut braucht zum Beispiel auch Jod. Deswegen ist für mich meine körperliche Untersuchung zusätzlich zu allen anderen Dingen wie Labor essentiell. Ne? Also zum Beispiel das ganz klassisch hier, diese Trockenheit an stark beanspruchten Hautteilen und da kann man schon eine ganze Menge von ableiten. Also es ist nicht nur der T4-Wert und es ist nicht nur der klassische Jodwert im Morgenurin, der häufig nicht viel aussagt, weil da möchte ich kurz nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist ja so ein WHO-Standardtest, der sagt, okay, wir erfassen einen möglichen Jodmangel durch die Messung im Morgenurin. Nur was sagt er aus, was wir letztendlich im Umlauf haben, was wir ausscheiden. Ja, und Genau. ja, das ist, heißt noch lange nicht, dass es das Jod, was wir wirklich auch in die Schilddrüsenzelle hineinbekommen, was über die Supporter in die Zelle der Schilddrüse gelangt. Und da wollen wir es ja haben. Wir wollen es ja nicht im Blut haben und im Urin. Also ist es nur eine bedingt aussagefähige Untersuchung. Und wir Das meine brauchen. dann, beim Jodsättigungstest kann man das gleiche dann sagen, da misst man auch im Urin die Konzentration. Genau, wir messen nur nach Gabe von 50 Milligramm. Ne? Und der Test ist tatsächlich nicht ganz unbedenklich. Auch da, auch wenn in vielen Fällen, auch bei Hashimoto, die Leute sagen, es hat mir gar nichts gemacht. Und ich habe mich sogar wahnsinnig gut gefühlt. Das ist natürlich auch ein bisschen, ne? Was ist da jetzt auch subjektiv und psychologisch und Placebo? Ich habe mich an dem Tag so gut gefühlt wie noch nie, hört man häufig. Aber das kann ja gar nicht sein, weil Jod erstmal nicht so aufgenommen wird wie beispielsweise Vitamin D. Vitamin D ist ein Steroidhormon, das geht durch die Zellmembran durch. Jod braucht einen Supporter, also einen quasi einen aktiven Transport, um die Zelle zu gelangen. Das ist auch das Problem in der gesamten Jodtherapie. Und deswegen, wir haben mit dem 50 Milligramm Jodtest letztendlich eine etwas klarere Aussage, weil wir letztendlich die Ausscheidung über 24 Stunden messen. Aber auch da haben wir Verzerrungen, wie wenn wir wenig Supporter haben an den Zellen, grundsätzlich im gesamten Körper, haben wir natürlich eine erhöhte Ausscheidung, weil überhaupt nicht in die Zelle hineingelangt. Wenn wir eine gute Supporter-Situation haben, haben wir eine geringere Ausscheidung, können das aber falsch interpretieren als Jodmangel. Ist auch schwierig, man müsste eigentlich über den Verlauf mehrere Tests haben. Und deswegen ist für mich immer noch das T4 ein wichtiger Marker zusammen mit der Körpertemperatur und der gesamten Anamnese. Ich glaube, wir sind da in völliger Übereinstimmung. Mein Hauptkritikpunkt am Jodtest ist ja, das habe ich ja Ihnen auch schon gesagt, ist ja, dass die Menge so hoch gewählt ist. Ne? Das ist für manche einfach zu viel.
Aber ein zweiter Kritikpunkt wäre ja auch zu sagen, natürlicherweise habe ich vielleicht, sagen wir mal jetzt, vielleicht maximal 500 Mikrogramm in der Nahrung oder was ich so zu mir nehme, ne? Größenordnungsmäßig. Ja. Und der Körper ist gewohnt, daraus was zu entnehmen. Und ich denke, 80% oder so geht jetzt in die Schilddrüse von dem, was ich da aufnehme. Und wenn es zu viel ist, wird die sich vielleicht ohnehin verschließen und das eben dann nicht mehr aufnehmen. Und die zweite wichtige Struktur ist ja dann die Brust der Frau, die braucht viel Jod, die nimmt das aber nicht so schnell auf. Also ich glaube nicht, dass da das über viele 100 Mikrogramm hinausgeht, was die aufnimmt. Und dann, ja, Speicheldrüsen, Darm und Hirn und ich weiß nicht, was sonst noch das aufnimmt. Das würde etwas ausschöpfen, aber es würde auch im Zustand eines Bedarfs wahrscheinlich die Ausschöpfung nicht viel höher sein. Also ich frage mich, was dieser Test überhaupt vom gedanklichen Ansatz machen soll. Ich weiß nicht, was Ihre Meinung dazu ist. Ähnlich, weil ich, wie gesagt, so viele Tests auch gesehen habe. Am Anfang habe ich gesagt, Mensch, das ist die eierlegende Wollmilchsau und habe mich auch dafür eingesetzt, dass in vielen deutschen Laboren dieser Test auch angeboten wird. Der erste Test, der damals gelaufen ist, das war nach der Schwangerschaft meines ersten Sohnes, das war 2013 im Labor Biobis, da gab es den noch gar nicht in Deutschland, habe gesagt, Mensch, guckt euch den Test mal an. Und tatsächlich hatte ich grottige Werte so. Aber wie gesagt, wir können nicht sagen, dass ein niedriger Wert von der Gesamtausscheidung tatsächlich auch gleich Jodmangel ist. Ja? Das ist eben anders als, nehmen wir ein beliebtes Beispiel nochmals Vitamin D. Wenn wir 25 OH Vitamin D messen, ist das der Leberspeicherwert. Punkt. Und wenn wir es 1,25 OH messen, ist es das Aktive, was die Niere aktiviert. Da haben wir verlässliche Werte, die sind reproduzierbar. Beim Jod ist es eben nicht so, weil wir eben ganz anderen Aufnahmemechanismus haben. Und die 50 Milligramm, weil die angesprochen wurden, ja, sollten auf jeden Fall, aber auch, wie gesagt, dann auch nur bei Gesunden gemacht werden. Und ich habe, glaube ich, den letzten Jahren überhaupt keinen Test mehr gemacht, eben auch aus dieser Beobachtung heraus. Dass ich sage, was bringt uns die Aussage? Wir können leider den Entwickler, den Dr. Abraham, nicht mehr fragen, der ist verstorben. Und ja, es gibt, wie gesagt, keine wirklich evidenzbasierten Test, der uns sagen könnte, ja, Mensch, der Jodsättigungstest oder der T4 bildet zumindest mal die Leistung der Schilddrüse ab. Wenn kein L-Toxin genommen wird, kann man sagen, naja, T4 ist okay. Und da sage ich aber auch schon, da bin ich anders als andere Kollegen, die sagen, er muss im oberen Normdrittel liegen. Ich habe zum Beispiel immer einen eher niedrigen T4-Wert mit 0,9 und 1 und so weiter, aber ich bin schilddrüsengesund, trotz allem, und ich habe keine Hypothyreose. Und trotz allem, auch unter einer extremen Jodgabe, konnte ich den nicht steigern. Ne? Also da scheint es auch genetisch viele Dinge zu geben, die sich erst in den nächsten Jahren dann auch klären werden, wenn wir mehr über auch die Genetik der Schilddrüse erfahren. Ich glaube, dass viel auch genetisch determiniert ist, was also die Natriodiet-Importe anbelangt, etc. Aber der Test tatsächlich ist nicht das, was ich mir vor 10 Jahren oder vor, ja, doch vor 10 Jahren erhofft habe, was das für uns in der Diagnostik bringen würde. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch viel zu viele Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion, mit Mikronährstoffmangel, mit Knotenbildungen und so weiter. Das, ich glaube, das ist ja bekannt, und jede dritte Frau in Deutschland nimmt Schilddrüsenhormone ein. Das ist einerseits ein Riesenmarkt, ja, über den sich viele sicherlich freuen. Auf der anderen Seite ist es eine Bankrotterklärung unser Gesundheitssystem. Und da muss sich einfach viel ändern. Ich glaube schon, dass wir mit einer adäquaten, wirklich gesunden, individuell angepassten Jodversorgung hier viel verbessern könnten. Ja, aber Ja, ich und das ist ja auch eher glaube, wirklich da sind ein wir im voller Konsens. Breiten. Genau, weil sehr viele haben immer noch einen Jodmangel. Das wurde ja auch jetzt neulich auch wieder dargestellt. Das ist auch offiziell, wird es so gesehen auch. Das Landwirtschaftsministerium hat ja auch ausgegeben, wie ist die Ja. Jodversorgung. Und das ist ja auch wirklich der große Wert ihrer Arbeit über die ganzen Jahre, dass sie das bewusst gemacht haben und dass so viele Menschen jetzt mehr Jod genommen haben und sich sehr gut helfen konnten. Also ich hoffe auch, dass in der Diskussion über zu viel Jod nicht der Eindruck entsteht, dass Jodmangel nicht behandelt werden sollte und sehr verbreitet Eben. ist und man unheimlich viel Gutes tun kann.
Und vor allem etwas mehr auch zu geben bei vielen Menschen, als dass die offiziellen Empfehlungen geben, das vertrete ich ja auch, ne? Ja. Und ich habe natürlich auch in manchen Fällen Menschen gesehen, die das Jodoral dann geschluckt haben, vielleicht 12,5 Milligramm täglich, und auch gesagt haben, so gut ging es mir schon lange nicht mehr. Also es gibt diese Menschen, die mit Jod im Milligrammbereich erst so richtig in Gang kommen und erst zur Gesundheit zurückfinden. Das muss man auch sehen, und prozentual lässt sich nicht so gut einschätzen, aber also ich wollte nur, weil wir schon sehr gut umfassend alles besprochen haben, was ich besprechen wollte, wollte ich nur sagen, ich würde natürlich immer anfangen mit der Körpertemperatur, und wenn die auffallend durchgehend niedrig ist, bin ich geneigt, Jod auszuprobieren. Ich schaue mir natürlich auch die Schilddrüse an, wie viel Schilddrüse ist da, schaut sie gesund aus oder nicht. Könnte sein, dass einfach jodhaltige Hormone fehlen und dass man die vielleicht geben muss. Und dann fängt man niedrig dosiert an. Ich mache das ganz ähnlich wie Sie. Ich gehe praktisch von 100 bis 500 Mikrogramm. Und im Rahmen der wöchentlichen Steigerung auf diese Dosis machen die Menschen Erfahrungen. Und manche sagen schon mit 200 Mikrogramm, ja, ich bin schon unruhig, ich schlafe schlechter, ich habe Angstgefühle vielleicht sogar, oder der Herzschlag ist beschleunigt. Also sie merken, wann die Joddosis zu viel wird. Wenn man es aber so graduell steigert, würde da nie ein Schaden passieren. Genau. Deswegen eben so lange schon dagegen aufgetreten, einfach mal 50.000 Mikrogramm abzufeiern, wie Ja, das klar. manche machen, weil sie nicht wissen. Also so viele, die in die Beratung kommen, sagen, ich habe hier die Lugoische Lösung, oder andere sagen, ich habe so eine große Schilddrüse, was kann ich machen? Und dann im Gespräch kommt raus, dass das erst entstanden ist durch Einnahme der Lugoischen Lösung. Also das sind natürlich auch tragische Fälle, wo das individuell überdosiert wurde. Deswegen bin ich da gefordert, Ja, dass das muss man wie ganz. das so läuft. Ne? Also ich glaube, dass man das, um das doch nur zu weit genutzte Beispiel Vitamin D nochmal anzuführen. Bei Vitamin D gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, beispielsweise, wenn ich Vitamin D überdosiere, meinetwegen 10.000 Einheiten, ja, dann geht es mir damit schlecht, dann habe ich Probleme mit der Konzentration oder ich kriege Angst und Panik. Und bei dem anderen, den geht es mit 10.000 erstmal super gut. Ja, und genau da gibt es Unterschiede, weil wir einfach wissen, Jod wirkt auf viele Pfade im Organismus, genau wie Vitamin D bei Leuten mit einer Kommutation eben halt auch zu einem starken Anstieg der Katecholamine führen kann. Ja, da haben wir halt auf Vitamin D die Wirkungen, die dann auch unerfreulich sind für die Leute mit einer entsprechenden Mutationsfähigkeit, mit einem Polymorphismus. Und genauso ist es mit Jod. Wir haben für Jod leider noch keine wirklichen genetischen Daten, wo wir sagen können, okay, das wird sicherlich kommen, aber solange wir die nicht haben, müssen wir einfach aus der Erfahrungsmedizin schöpfen und sagen, okay, wir müssen halt gucken, individuell, graduell auch gemessen und nicht einfach mit dem Gießkannensystem oder Hauruckverfahren damit umgehen. Und ich bin, wie gesagt, auch mit den Jahren vorsichtiger geworden, was ich sagen kann. Auch wenn ich jetzt Jod gut vertragen habe, damals nach meiner wirklich beschissenen Phase, muss ich sagen, nach meinem Dauerstillen, würde ich auch nicht mehr machen in der Form. Also man macht das ja auch, wenn man denkt, Mensch, das ist gesund und man ist in der Naturheilkunde, man hört immer, ich habe nie meine Kinder bis zum dritten Lebensjahr gestillt, wie einige machen, aber ich habe schon sehr viel gestillt und das ist vielen nicht klar, dass man eine Jodversorgung braucht in der Zeit. Und der deutsche Mutterpass sieht es vor, dass die Frauen aufgeklärt werden. Das macht keiner. Also letztendlich reite ich auf Dingen rum, die schon alle bekannt sind und die aber in der Gynäkologie auch bei den Hebammen überhaupt nicht bedacht sind. Und da versuche ich immer noch so ein bisschen aufzuklären. Aber es ist schwierig. Ich habe einen Cousin, der ist leitender Gynäkologe im Krankenhaus und auch den interessiert das nicht so. Also mich ja, das ist, gut, der Prophet gilt nichts im eigenen Land, aber es sind ja Dinge, die schon lange, lange belegt sind und nicht umsonst sind die Mutterschaftsrichtlinien so, dass man sagt, die Frau bekommt eine Jodaufklärung zu Beginn der Schwangerschaft und nach der Entbindung zum Start ins Wochenbett, dass sie einfach da nochmal eine bestimmte Aufklärung bekommt. Falsch ist es dann zu sagen, oh, ich habe jetzt gehört, ich brauche Jod, habe nie Jod genommen, auch dann nehme ich doch mal die Lugansche Lösung und tue mir den Kaffee morgens. Erstens ist sie billig, das höre ich immer als Argument. Und da habe ich gedacht, Jodtabletten sind auch billig. Natürlich ist das billiger, aber das kann nicht das Argument sein. Und
Gegebenenfalls, im schlimmsten Fall muss man sagen, kann man riskieren, in der Frühschwangerschaft, dass die Schilddrüse komplett zumacht, weil Wolf-Scheidkopf-Reflex, man kriegt eine Hypothyreose und verliert das Kind. Muss man einfach mal so sagen, das sind die Möglichkeiten, die im Raum stehen. Und deswegen in der Schwangerschaft, wir haben keine Daten, gilt immer noch das, was die WHO bzw. die Dachgesellschaften sagen. Ist der Bedarf ungefähr bei 200, 250 Mikrogramm, 290 in Deutschland dann für die stillende Frau, also der Höchstbedarf im Leben einer Frau. Und alles andere würde ich gerade in diesen sehr prekären Phasen einer Frau im Leben überhaupt nicht befürworten. Danke Ihnen vielmals, Frau Kaufmann, für diese differenzierte Darstellung. Danke Ihnen für die Ja. Chance, dass wir da uns einfach nochmal, nachdem wir uns jetzt jahrelang nicht gesprochen haben, Corona-bedingt, aber dass wir nochmal da sprechen konnten. Freut mich. Vielleicht sprechen wir auch zum Vitamin D oder zu anderen Themen. Sie haben ja auch sehr Interessantes über Histamin veröffentlicht, dieses. Ja, Histamin und Schilddrüse, da könnten wir mal drüber sprechen. Da Da würde gibt ich zu es viele gern, weil das. Mastzellen, Schilddrüse, da die Mastzellen speichern Schilddrüsenhormone und das sind die Fälle, wo wir Schwierigkeiten haben, die Patientin wirklich auf eine solide Basis zu stellen, dass sie sagen, mal vertrage ich die 50 Mikrogramm und dann wochenlang vertrage ich sie nicht und dann dieses ewige Hin und Her mit der nicht einstellbaren Schilddrüse ist häufig ein Mastzellenproblem. Komme ich unheimlich gerne auf Sie zu, weil das ein häufig nachgefragtes Thema ist. Finde ich spannend, würde mich freuen.